So. Denn müssen wir immer wieder das Bett entnageln. Nee, Moment. Ich bin sicher, dass da nichts außer einer dieser Hotelbibeln drin ist. Er ist so modrig, dass ich ihn lieber nicht öffnen möchte. Achso, das macht er automatisch. Ich wette, seine Zimmermiete ist bis heute auf eine gewaltige Summe angewachsen. Ja, aber eigentlich sollte man jetzt hier... War das so? Hören. Ich habe gerade... Charles? Charles de Goulash? Bist du's wirklich? Minnie, es ist so lange her. Oh, Charles, das ist es. Das ist es. Du siehst so anders aus. Wirklich? Nun, du hast dich kein bisschen verändert. Oh, Charles, du schmeichelst mir. Oh, aber du musst jetzt gehen. Aber warum? Jetzt, wo ich dich nach all den Jahren wiedergefunden habe. Was würden unsere Familien dazu sagen, wenn sie wüssten, dass wir an einem solch romantischen Abend allein beisammen sind? Minnie, dies mag überstürzt klingen, aber ich liebe dich, Minnie-Meistersuppe. Oh, Charles, das darfst du nicht. Oh, ich kann nichts dagegen tun. Ich habe dich immer geliebt. Hörst du? Ich habe dich immer geliebt und werde es auf ewig tun. Komm jetzt mit mir. Durchbrennen? Oh, aber Charles, das gehört sich nicht. Denk an den Skandal, den es verursachen würde. Zur Hölle mit dem Skandal, Minnie. Oh! Heirate mich. Oh ja, Charles, ja, tausendmal ja. Dann küss mich, mein Herz. Ha, da ist der Ring. Ich wusste, dass man ihn irgendwie kriegt. Währenddessen irgendwo unter Monkey Island. Hast du sie gefunden, du verrotteter Hundekadaver? Nein. Nein, sie ist nicht auf Plunder Island, Captain LeChuck. Dann durchkämmt die Meere, ihr verknöcherten Ratten. Bringt sie zur Strecke und danach zu mir. Findet Guybrush Threepwood. Durch ihn findet ihr auch Elaine. Brennt jede Insel in der Karibik nieder, wenn es sein muss. Aber bringt mir meine Braut!
Und mehr? Salat! Verfluchte Haluk! Sie geben einem nie genug Salat bei diesen Sparmenüs! Ja? Wir müssen jetzt die Versicherung ausrauben. Das geht am besten, indem man denen beweist, dass sie zahlen müssen. Und diesbezüglich benötigen wir unseren Totenschein. Der ist hoffentlich jetzt hier drin. Da ist er! Hiermit wird bestätigt, dass Wantan Meistersuppe auf Blood Island der Tod ereilt hat. Zumindest einmal. Ha! So ist der, it's payday. Ich möchte das Geld für diese Police ausbezahlt bekommen. Gib mir eine Riesenmenge Geld. Aber dies ist eine Lebensversicherungspolice. Du bekommst Geld, wenn der Policeninhaber stirbt. Nein, ehrlich, ich war tot. Richtig lange. Und jetzt geht es dir wieder gut. Nun, ja. Kannst du dieses Wunder irgendwie beweisen? Nun, Herr Neunmalklug, ich habe den Beweis genau hier. Einen Totenschein. Nun, dies muss irgendein Fehler sein. Es steht genau hier in hochauflösendem Schwarz auf Weiß. Ich bin gestorben. Gib mir jetzt eine Riesenmenge Geld. Es sieht so aus, als ob ich keine andere Wahl hätte, als die Auszahlung zu authentisieren. Nein, du brauchst mir nur mein Geld zu geben. Genau das meine ich. Oh, danke. That gone quick. So, jetzt müssen wir zur Häschen, Enten, Totenkopfinsel. Der fliegende Holländer oder Waliser. Ich würde gern raus zur Totenkopfinsel, bitte. In Ordnung, los geht's. So sieht es aus, Sieht trotzdem ganz verdächtig nach einer Ente aus. Also hier ist ein Totenkopf. So, einmal hat er uns ja schon runtergelassen und es ging ja nach hinten los. Jetzt brauchen wir ein bisschen Timing. Ja. Lass uns dieses das Cliff hinunter zur Höhle Ding nochmal probieren. In Ordnung. Ich glaube, ich werde schon besser darin. Sei dieses Mal bitte vorsichtig. Kein Problem. Los geht's!
Es klappt! Es klappt! Es klappt nicht!